So, Herr Knieper, es ist mir eine unglaubliche Ehre und Freude, Sie hier heute sprechen zu können. Also wirklich eine sehr, sehr große Ehre. Ich neige immer dazu, um die Absurditäten meiner Gäste aufzugreifen. Und Sie sind durch viele Absurditäten und Besonderheiten auffällig. Sind 1941 in Unna geboren. Genau. Unna ist ja tiefstes Ruhrgebiet um die Ecke. Randruhrgebiet, ja. Die Ja, genau. Zeche hat sehr früh zugemacht, ja. Wie kommt man so als Ruhrgebietskind zu Jura? Hatten Sie in der Familie ganz viele Juristen oder? Nein, ich hatte überhaupt keine Juristen in der Familie. Meine Familie besteht aus Pädagogen und Lehrern. Und ich glaube, mein Geburtsdatum war für mich relativ wesentlich, Jura studieren zu wollen, weil ich mit diesem Problem aufgewachsen war, also ganz klein schon konfrontiert wurde, an sicher Dinge, die ich längst vergessen habe, aber die mein Bewusstsein, Unterbewusstsein geprägt haben, dass es ungerecht in der Welt zugeht. Und zwar ganz intuitiv, da brauche ich, also ich, man braucht dann ja keine. Also ich jedenfalls brauchte keine wissenschaftlichen Werke darüber zu entscheiden, was gerecht und was ungerecht ist. Also dass Kinder starben an Hunger, das erschien mir prima facie ungerecht. Und daraus hat sich entwickelt schon relativ früh der Wunsch, mich mit dem Thema der Gerechtigkeit zu beschäftigen. Darüber haben Und Sie ja eins geschrieben. sehr Und selbst, und das hat sich eigentlich entwickelt mit einem kleinen Hiatus während meiner Studienzeit, wo ich einen kennengelernt habe in London, einen Menschen, der dort Archäologe war am British Museum, und den habe ich extrem verehrt. Und ich glaube, nur weil ich ihn so verehrt habe, habe ich dann eine Weile gedacht, ich möchte Archäologie studieren. Aber dann, als ich wieder dann zurück war in Deutschland, habe ich gemerkt, oder in Unna habe ich gemerkt, das war eigentlich, ich wollte doch wieder dann mich um Fragen der Gerechtigkeit bemühen. Und jetzt die nächste Absurdität. Wenn man in Unna lebt, denkt man eigentlich als erstes an Münster, wenn man Jura studieren will. Warum haben Sie sich gegen Münster und für Frankfurt entschieden? Ja, also das sind zwei Ebenen von Antworten, die ich da geben muss. Die erste Ebene war, ich wollte unbedingt in einer Stadt studieren, die nicht als Universitätsstadt bekannt war. Also ich wollte und hätte unter keinen Umständen mir vorstellen können, in Marburg oder Heidelberg oder Freiburg, wo die meisten meiner Klassenkameraden, also Unna, gehen normalerweise als Jurist geht man zuerst ein bisschen nach Freiburg, Marburg und Heidelberg, und dann, wenn es ernst wird, also kurz vor dem Staatsexamen, geht man die letzten 3 Semester nach Münster, weil es so langweilig war damals, dass man auch nichts anders tun kann, als sich fürs Examen vorzubereiten. Also das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich gedacht, ich suche mir eine Stadt, wo die Universität eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist in Frankfurt so. Also ich habe da mein erstes Zimmer bezogen 1961, und dann hat mein Vermieter zu mir gesagt: Wo ist die Schule da, wo du hingehst? Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist die Universität Frankfurt, die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Was ist das denn? Hat er dann gefragt. Und das hat mir gefallen, dass diese Stadt Frankfurt lebt nicht um die Universität herum. Gleichzeitig ist es eine sehr wichtige, für mich, finde ich, wichtige Universität gewesen, auch mit einer für mich bedeutenden juristischen Fakultät. Also ich habe dann promoviert, studiert bei Herrn Kronstein. Es gab Coing, es gab also Rechtsgeschichte, die gut besetzt war. Also das war der Grund, warum ich dann nach Frankfurt gegangen bin. Und was haben Sie in Frankfurt an der Uni am meisten mitgenommen, so von den Vorlesungen? Von den Vorlesungen, also ich habe relativ breit studiert am Anfang. Ich habe auch Ökonomie studiert ein bisschen. Ich habe ein bisschen Kunst studiert. Also was man so macht, ja, als bürgerliches Kind. Man geht an die Uni und genießt das Leben der Freiheit, der nicht vorgegebenen Lehrpläne. Und dann habe ich natürlich mich mit der Kunst, über die Kunst der Renaissance bilden lassen vom Hey, Professor Keller. schön. Und es war wunderschön. Und gleichzeitig habe ich dann auch juristische Vorlesungen gehört.
wahrscheinlich zu den ersten ganz wichtigen Vorlesungen, was man eigentlich gar nicht tun sollte, gehörte die Vorlesung über römische Rechtsgeschichte von Helmut Kohing. Das war ein großartiger Lehrer, ein großer Intellektueller und auch der im Faschismus eine untadelige Rolle gespielt hat, was ich für eine relativ wichtige, also ich halte das für ein wichtiges Kriterium. Ja, kann ich verstehen. Und worüber haben Sie promoviert? Da habe ich nicht herausgefunden. Dann habe ich promoviert über ein kartellrechtliches Thema, über die kartellrechtliche Bedeutung von Betriebsgeheimnissen und Know-how. Hi, Also tolles Thema. das war ein tolles Thema, aber ich hatte nicht genug Praxis eigentlich darüber. Also ich habe dann später, hätte ich die Arbeit gerne nochmal neu geschrieben. Ich habe ja angefangen als Anwalt zu arbeiten und wo ich mit solchen Themen auch beschäftigt war. Also nicht, dass ich die für schlecht halte, die Arbeit, aber ich hätte mir ein bisschen Praxis in einem Unternehmen gewünscht, um die volle Bedeutung dieses Themas wirklich zu erfassen. Verstehe ich. Aber Sie sind auf jeden Fall nach der Promotion dann in Frankfurt ge geblieben, zum zweiten Examen zum Beispiel. Genau, ich bin in Frankfurt geblieben und habe dann auch, also ich war zwischendurch auch mal ein Jahr in Berlin, an einer Freien Universität studiert, bin aber gern zurückgegangen nach Frankfurt zu der Zeit, das sind ja alles, ist halt ewig lange her, und habe dann auch angefangen, gar nicht als in der akademischen Laufbahn, sondern in einem Rechtsanwaltsbüro, das hieß damals noch Müller-Weitzel und inzwischen heißt es Hengeler Müller, das ist also ein immer noch recht berühmtes, Sehr genau. großes deutsches Wirtschaftsanwaltsbüro. Und erst danach habe ich mich entschieden, in die Akademie zu gehen. Haben Sie habilitiert? Ich habe es dann abgebrochen kurz vorher. Die Habilitationsarbeit ist erschienen im Surkamp Verlag und die heißt Weltmarktwirtschaftsrecht und Nationalstaat. Aber ich habe diese Habilitation, das Verfahren nicht bis zum Ende durchlaufen. Das war eigentlich angekündigt in Bielefeld bei Professor Rebinder, Eckhard Rebinder, weil ich einen Ruf bekommen habe nach Bremen. Und Hey. also man kann als Professor schlecht habilitieren. Ja, das stimmt allerdings. Und sind dem Ruf treu geblieben bis zum Ende. Ich bin dem Ruf treu geblieben bis zum Ende. Auch weil ich mich einmal beworben habe und auf diese Stelle nicht gekommen bin. Ich wollte unbedingt nicht von Bremen weg, sondern ich wollte unbedingt nach Bochum. Moi, warum? Ich finde Bochum eine der, und auch die Universitätsgründung damals, ich fand das eine ausgesprochen ungewöhnliche Sache. Bochum hatte ein fantastisches Theater, hat wunderbare Kultur. Also ich liebe Bochum. Das mag anderen Deutschen, denen ich gerade aus Bochum oder Unna komme, total absurd Genau. erscheinen. Aber es ist also ich fand es eine tolle Stadt. Und da war damals Direktor ein Mensch, der Herr Biedenkopf, der war auch zu der Zeit, als ich in Frankfurt war, Assistent in Frankfurt gewesen, aber der wollte nicht, dass ich da hinkomme. Und dann habe ich den Ruf nicht bekommen. Meine Güte. Naja, nun, Ärgerlich. es ist ja ein demokratisches Verfahren. Ich bin allerdings dann doch relativ viel nicht in Bremen gewesen, weil ich mich mehrere Male habe für lange Zeit beurlauben lassen, um in die Praxis abzutauchen. Ja, das verstehe ich. Jetzt kommt wieder eine Absurdität in Ihrem Lebenslauf. Bis dahin klingt das Ganze wie der typische Lebenslauf eines jungen Professors, ich sage mal salopp, der Alt-68er. Jetzt kommt der Faktor GCZ und Verwandte ins Spiel. Erst waren die ja lange Zeit in Afrika unterwegs. Richtig. Und warum Afrika? Ja, da muss man muss also, ich hatte eine, ich habe aus teilweise privaten, teilweise aus politischen Gründen wollte ich mal eine Weile aus Deutschland weg, weil ich Schwierigkeiten bekommen habe um den deutschen Herbst, sag mal. Ich weiß gar nicht, ob junge Leute noch wissen, was das ist.
also im Zusammenhang mit Bader Meinhof und solchen Geschichten. Und ich war mit Verfasser eines offenen Briefes im Zusammenhang der sogenannten, Sie kennen es vielleicht noch, Buback-Affäre und Oh Mescalero. ja, Mescalero-Aufruf. Richtig, die. Ja. Richtig. Und darüber muss man heute, glaube ich, gar nicht mehr sprechen. Oder man kann es auch ruhig. Jedenfalls habe ich dann gesehen, wie innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Mensch, der weiter vom Terrorismus nicht entfernt sein könnte als ich, von einer Meute von Journalisten, Politikern und ich muss auch leider sagen, Professoren. Und ich benutze das alles im männlichen Stil, es waren immer alles nur Männer. Zu Tode gehetzt werden kann. Also ich bin Gott sei Dank nicht zu Tode gehetzt worden, sondern bin vorher weggegangen. Also bis dahin, dass ich dann, dass meine damals vierjährige Tochter dann Anrufe bekam, anonyme, dass sie diesen kommunistischen Schwein ermorden würden, also ich meine, ihren Vater und so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aus Deutschland eine Weile verschwinden. Und bin dann in einem Forschungssemester nach Washington gegangen, weil ich ohnehin über den Weltmarkt nachdachte und schreiben wollte. Ich war jetzt eine Pause. Ja, es war ein eingefrorenes Bild, das kann man mal Ja. passieren. Gut, jedenfalls, ich bin danach an die Weltbank gegangen und war ein Jahr an der Weltbank und habe dort immer meinen Ideen nachgehangen, mal zu erforschen in der Praxis, also die Praxis zu sehen von Staaten, die deren Existenz schwierig zu rechtfertigen ist. Also zum Beispiel postkoloniale Gebilde, die eigentlich keine Tradition von moderner Staatlichkeit haben. Also die hatten alle Fahnen und die hatten auch eine nationale Hymne und ich wollte wissen, was ist das eigentlich? Was passiert da mit dem Recht? Haben die Zivilrecht? Was macht das? Warum ist es dieses Gebilde und nicht ein anderes Gebilde? Und da habe ich Freunde gehabt in der Weltbank, die mir gesagt haben, du geh doch mal, wenn du das willst, wirklich, dann geh doch in Tschad. Und dann bin ich in den und da bin ich für die Weltbank in den Tschad gegangen und habe da betreut und war Berater der tschadischen Regierung mit einem das nannte man damals Backstopper in Paris, bei der Beratung der tschadischen Regierung für die Verhandlung von Erdölexplorationsoptionen. Das habe ich eine Weile gemacht und wollte da auch längere Zeit bleiben, bin aber durch einen Bürgerkrieg überrascht worden, der mich dazu gezwungen hat, das Land zu verlassen. Das heißt, ich bin ausgeflogen worden dann von der französischen Fremdenlegion und über Umwege nach Deutschland zurückgekommen und hatte aber diesen Stachel weiterhin. Ich wollte das, ich wollte es wissen. Und dann kam von der Weltbank wiederum das Angebot, dass ich in der Zentralafrikanischen Republik längere Zeit nach dem Sturz des damaligen verrückten Kaisers Bokassa, ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen überhaupt kennen, ja, da sollte also so Grundlagen der Verwaltung wieder aufgebaut werden. Und da wurde gesucht ein Jurist, ein Volkswirt, ein Betriebswirt und ein Landwirt. Und ich bin dann, habe das als Jurist gemacht und habe dann die Beratung der Regierung 8 Jahre lang betrieben in Bangui. Wie stellen Sie sich das menschlich vor? War es nicht schwierig, mit solchen Ländern klarzukommen, also Fuß zu fassen? Naja, ich hatte meine Frau und 2 Kinder und die haben natürlich dafür gesorgt und wir haben uns wechselseitig natürlich gestärkt, unterstützt und es war eine wunderschöne Zeit. Eine wunderschöne Zeit. Afrikaner, jedenfalls wie ich sie kennengelernt habe, in sehr verschiedenen Ländern, sind ja ungewöhnlich großzügige, gastliche Menschen, die allerdings die Staatenbildung, also ich will jetzt gar nicht sagen, nicht hinkriegen, sondern die große Schwierigkeiten haben, sich auf das einzulassen, was wir Staatlichkeit nennen und was wir ihnen überstülpen als Modernität. Aber das war ja gerade mein Forschungsthema. Ich wollte wissen, was das bedeutet. Was heißt eigentlich Staat? Warum gibt es das? Warum gibt es Gewaltmonopol? Warum gibt es Gerichte, die über Ja.
zivilrechtliche über Kaufrecht entscheiden. Genau das war mein Thema. Und deshalb, es war eine faszinierende Zeit, die dann ja auch zu verschiedenen öffentlichen Veröffentlichungen geführt hat. Und es war, ja, Spannend. toll. Spannend. Wie ist denn der Eindruck von dem Recht, von der Rechtssituation damals zum Beispiel im Tschad? Es war so, es gibt ja also das waren, ich habe wirklich nur richtig gearbeitet in Frankophonen, also in ehemaligen französischen Ja. Kolonien. Und es gibt halt diese beiden Ebenen. Es gibt das traditionelle Recht, an das wir gar nicht richtig kommen, was auch ausgeübt wird von formal ausgebildeten Juristen in den Dörfern und in den traditionellen Gemeinschaften, die es noch gibt. Und es gibt diese Ebene oben drüber des modernen Rechts, also einen abgewandelten Code Civil, ein Code de Procédure Civil, es gibt Gerichtsorganisationsgesetze und all diesen Formalismus, den die Franzosen im Exzess in ihre ehemaligen Kolonien exportiert haben und mit denen kaum einer richtig was anfangen kann. Und daraus entsteht ein Amalgam von neuem Recht, afrikanischem Recht, halb beeinflusst oder auch viertel beeinflusst noch immer vom französischen Recht, die ja bis vor kurzem Ja. und ich würde sagen immer noch darauf achten, dass die Franzosität weiter gepflegt wird in den Ländern, die sich große Anstrengungen machen, dass die Kultur, die Sprache, also die französische natürlich, Kultur, Sprache, Geschichte dort präsent bleibt, was sich wahrscheinlich mehr und mehr auflöst. Was an die Stelle weiß ich noch nicht, aber das ist wiederum die nationale Ebene gewesen. Aber ich war ja zuständig für Verhandlungen über Umschuldungen aus dem Bokassa-Regime, also im Pariser Club, Umschuldungsverhandlungen zwischen dem Staat als Schuldner und privaten und öffentlichen Gläubigern. Und ich war zuständig für Investitionsgesetzgebung, ich war zuständig für Forstgesetzgebung und Bergwerksgesetzgebung und diese Dinge, die fast alle im Wesentlichen einen extrovertierten Charakter hatten, also sich mit ausländischen, internationalen Problemen beschäftigt haben. Aber ich höre, bei der Lektüre Ihres Schrifttums merkt man, dass eine Fragestellung ganz zentral ist. Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht und die Vermengung von beiden. War das damals schon im Tschad ein Problem oder umgekehrt privat? Verstehen Sie sich eigentlich als Zivilist oder als Öffentlichrechtler? Also, das ist ja bereits bei der Doktorarbeit im Kartellrecht, man kann da zweifeln. Ne? Ich würde diese Unterscheidung eigentlich so nicht stellen. Was mich interessiert hat und immer noch interessiert, also heute noch interessiert in dem, was ich heute tue, ist die Abgrenzung, was ist die, und zwar im Dienste der Menschen und im Dienste von Gesellschaften, was ist eine positive, gerechtigkeitsgewährende Abgrenzung zwischen dem Markt und seinen Gesetzen, das heißt dem Zivilrecht, dem zivilen Wirtschaftsrecht, dem Gesellschaftsorganisationsrecht, also ich meine dem Kapitalgesellschaftsorganisationsrecht auf der einen Seite und dem Staat auf der anderen Seite. Wer macht was? Was führt zu Gerechtigkeit? Was führt zu Dynamik? Was führt zu Wohlstand? Also die Frage nach dem Wohlstand der Nationen. Wobei ich eben den Wohlstand der Nationen nicht mehr als Hauptproblem sehe, sondern den Wohlstand der Welt, eine Weltgesellschaft. Wo ist die richtige Abgrenzung? Was sollte der Staat machen und was sollte er nicht machen? Was sollte er dem Markt überlassen und wo ist die Gerechtigkeitskriterien des Marktes und wo sind die Gerechtigkeitskriterien der öffentlichen, souveränen, staatlichen, hoheitlichen Aktivität? Regelgeleiteten Aktivität. Das ist meine Frage. Und die Frage, ja, die füllt ein Leben aus. Da können Sie fünf Leben mit ausfüllen. Darf ich nochmal versuchen, mal nachzuhaken? Sie verwenden oft den Begriff Gerechtigkeit oder gerechte Regeln. Können Sie irgendwie benennen, solche Metaprinzipien, bedeutet bei Ihnen Gerechtigkeit? Ja. Schwer zu sagen, weil ich der Meinung bin,
Es gibt so etwas, und das ist ja uns auch ausgebläut worden, besonders in Deutschland, in angelsächsischen Kreis. Ich habe ja nun auch eine Weile in Amerika studiert, wird das viel lockerer benutzt, der Begriff des Naturrechts. Es gibt eben kein, das haben wir nun verstanden, auf Vernunft gegründetes Naturrecht, sondern alles Recht ist von den Menschen geschaffen und nach den menschlichen Interessen. Und auch da habe ich wieder eigentlich keine Theorie der Gerechtigkeit, sondern ich denke, dass in bestimmten geschichtlichen Situationen es fair ist. Also wie das? Es gibt oder mehr oder weniger faire Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Und das ist eher intuitiv als in längeren Aufsätzen erarbeitet. Also ich halte es für fair, dass zum Beispiel afrikanische Staaten, die nicht nur als Produzenten von Tropenhölzern, Erdöl, Gas und Gold und Diamanten dienen sollten und die Weiterbearbeitung und der wirtschaftliche Mehrwert und Nutzen in den europäischen, amerikanischen, aber inzwischen natürlich auch chinesischen und asiatischen Staaten passiert, sondern dass es einen Ausgleich geben muss. Einen individuellen Ausgleich. Ich halte es für unfair, um es ganz grob zu sagen, dass Kinder hungern in unserer Welt, die so reich ist, dass jedes Kind eigentlich kein Kind hungern müsste. Das ist auf einer sehr unteren Ebene und eindeutigen Ebene, wo wahrscheinlich auch niemand widersprechen würde. Aber ich halte es auch für fair, zum Beispiel, dass Menschen in reichen Gesellschaften wie der deutschen Gesellschaft nicht in sozialen Umständen leben müssen, die es ihnen schwer macht, am Ende des Monats noch sich satt zu essen. Das halte ich auf einer ganz intuitive Ebene für ungerecht. Und meine wissenschaftlichen Arbeiten, ich hoffe ich, und meine Arbeiten auch in Afrika waren orientiert an diesen Arten von Maßstäben, ohne dass ich eine naturrechtlich begründete Ableitung dazu hätte, weil ich weiß, das gibt es nicht. Sondern alles ist eine Frage von Kräfteverhältnissen. Wie können sich soziale Bewegungen durchsetzen? Wie können sich ökologische Bewegungen durchsetzen? Wie können sich gerechtig, also wie kann jemand seine Interessen durchsetzen? Und aus einem Ausgleich, wenn man das balancieren kann, die verschiedensten Interessen, dass es jedem eine Auskömmlichkeit garantiert, dann halte ich es für mehr gerecht, als wenn das nicht so wäre. Na schön. Trotzdem wundert mich noch eine Dimension, haben Sie gerade nicht erwähnt, wo ich mal nachhaken möchte. Welche Gedanken spielt Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit in Ihrer Theorie der Gerechtigkeit? Das ist ja eine der Fragen, die ich dann wieder, wenn wir das in das Schema Privat und Staat packen wollten. Das ist eigentlich eine Frage, die nur, wo natürlich ist die Klimakatastrophe als Faktum und als Situation, als Gegebenheit und sich verschlimmernde Gegebenheit da. Und wie kann man damit umgehen? Und ich glaube, es geht nur in erster Linie, wenn die Gesellschaft selbst das will. Und dann gibt es dann gibt es wieder die Frage, was macht dann die Gesellschaft selbst? Wo passt sie auf, dass sie nicht Sachen kauft und Sachen produziert, die der Gesellschaft, der Klima weiter schaden? Und wo kann der Staat steuernd eingreifen? Und deshalb bin ich so total pessimistisch in diesem Ganzen, weil ich das Gefühl habe und nein, nicht, das ist kein Gefühl, sondern die Beobachtung habe, dass unsere Gesellschaften und auch die Gesellschaften in Afrika zum Beispiel, wo ich noch ab und zu bin, keine echte Anstrengung macht, die Katastrophe aufzuhalten. Keine. Wenn ich sehe, dass in den letzten 5 Jahren, also wenn ich von der Studienzeit ausgeht, was wir an Plastik benutzt haben und was heute an Plastik benutzt wird und was in den letzten 3 Jahren an mehr Plastik gekommen ist und an mehr Verschwendung gekommen ist. Und jetzt wird es noch Weltraumtourismus geben für Milliardäre, wo eine Rakete, was weiß man doch, dass eine Rakete in den Weltraum genauso viel CO2
freisetzt wie, weiß ich, genau weiß ich es nicht, aber mehrere Monate Ja. CO2-Ausstoß aller Autos in Deutschland. Und Hm. keiner stoppt das, sondern im Gegenteil, alle neuen Horizonte haben was mit neuer Umweltzerstörung zu tun. Und keine Horiz wir, wir haben noch keine Philosophie und Praxis, Lebenspraxis, die sagt, wir wollen eine gesellschaftliche Praxis einführen, die die Umwelt schont. Nichts davon sehe ich. Eine ernsthafte Umkehr im Sinne einer. Anschwung, eine Absurdität wie eine von vielen. Hingen in Afrika fest, und dann kommt ganz abrupt GTZ und Georgien, Kirgisien, Turkmenistan. Wie kam dieser Wechsel zustande? Naja, ich war ja nach meiner Zeit in Afrika wieder in Bremen an der Universität. Meine Beurlaubung ist zu Ende gegangen und ich muss heute noch mal ein großes Dankeschön an damals an den Bremer Senat und auch an meine Kollegen an der Universität, dass sie mich haben gehen lassen für so lange Zeit. Ich bin dann, hatte eine Vertretungsprofessur auf meiner Stelle und das zu Recht hätte das niemand akzeptiert. Und ich bin dann wieder zurückgegangen, habe auch meine akademischen Pflichten erfüllt, bin Dekan geworden und alles das habe ich gemacht. Und dann kam der große Zusammenbruch im Osten, die Sowjetunion. Und keiner wusste eigentlich so richtig, worum es da geht. Es gab, also ich habe es jedenfalls so erlebt, und auch das ist wiederum gar nicht erforscht. Es gab in Deutschland, in Westdeutschland gab es eigentlich nur so zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die waren wütende Antikommunisten, die wussten ungefähr, wo Moskau und so, weil sie, und andere waren Prokommunisten, wenige, die wussten auch, wo das alles war. Ich habe keine Ahnung, mich interessierte die Sowjetunion nicht. Und dann brach das alles zusammen und der Herr Schewardnadse, der ein persönlicher Freund und tatsächlich ein Freund, der über dieses politische, sogenannte Freundlichkeit der Politiker hinausgegangen ist. Also die Familien Shevardnadze und Genscher haben sich befreundet und gut verstanden. Und Shevardnadze hat den Wunsch geäußert, dass in Georgien sehr schnell mit deutscher Hilfe ein modernes Rechtssystem aufgebaut wird. Georgien war das erste Land, was sich in dieser Sicht an Deutschland gewendet hat. Und Herr Genscher hat sich, was richtig ist, an die Entwicklungsorganisation gewendet. Und die Entwicklungsorganisation hat gesagt, wir hatten doch da so einen, der hat da jahrelang in Afrika herumgemacht, das kannte ja auch keiner so richtig. Fragen wir doch den mal. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mal nach Georgien fahren wollte. Und dann bin ich da hingefahren. Das war ein Bürgerkrieg, aber es war ja nicht mein erster Hi. Bürgerkrieg. Und so ist dieses Projekt entstanden. Wissen Sie noch, wie das war, zum ersten Mal nach Tiflis zu kommen? Das war so, es wurde geschossen, es gab keinen Strom, es war im Dezember 1992 und ich weiß es so genau, weil ich vor 14 Tagen in Tiflis war und da eine Rede halten musste, um auch diese Zeit noch einmal zu beschwören. Und wir waren enthusiastisch, um ein neues Recht zu schaffen. Und also die äußeren Umstände des Hungers, der Kälte, der fehlenden Strom, Wasserversorgung hat uns gar nicht interessiert, sondern wir haben uns, und das war eine georgische Leidenschaft. Also die kam nicht von mir, sondern die Georgier wollten das. Und deshalb habe ich sofort gesagt, oh, das mache ich. Und dann sind wir nach 3 oder 4 Jahren gab es weitere Anfragen, weil das in Georgien gut lief. Und dann haben wir uns entschlossen, also das heißt die GTZ und das Bundesministerium für Zusammenarbeit, diese verschiedenen Aktivitäten zu bündeln an der Universität Bremen und ein Projekt zu machen zur Rechts- und Justizreform in Zentralasien und im Kaukasus. Und dann gehörte dann noch Moldawien dazu, die Volksrepublik China dazu und die Mongolei dazu. Das sind ja, und so ist das dann entstanden. Und so kamen 100, mehr als 165 Mehr als 165. Dienstreisen zustande. Die Zahlen haben Sie selber mal im Aufsatz erwähnt. Ja. Wieder eine Absurdität bei Ihnen. Sie schreiben im Lebenslauf, ich kann Englisch, Deutsch und Französisch.
Wie kann man mit solchen Sprachen überhaupt in Georgien Fuß fassen? Naja, inzwischen, nützt mir in Georgien nicht mehr so viel. Ich kann auch ein bisschen Russisch, aber nicht auf dem Niveau, dass ich in Russisch arbeiten könnte. Also ich verliere mich nicht in einer russischen Stadt und finde da auch ein Hotel und zu essen und kann mich zurechtfinden. Aber arbeiten ging nur mit Dolmetschern und Übersetzungen. Also alles, jedes Wort ist übersetzt worden, was wir da. Meine Güte, das ist ja langwierig. Ja, und wir hatten dann allerdings auch das Glück, dass wir einige ehemalige Studenten, Studentinnen hatten, die in der DDR studiert haben. Also es gab Kontakte zwischen Georgien und zwischen allen anderen auch, den zentralasiatischen Staaten. Das heißt, sie finden, damals fanden sie in der ehemaligen Sowjetunion mehr Leute, die als Fremdsprache und gutes Deutsch sprachen, als gutes Englisch. Das hat sich inzwischen umgekehrt. Und wegen der DDR, weil sehr viele Leute in der DDR, Studenten, Studentinnen in der DDR waren. Und wir hatten dann das große, große Glück, einen jungen Mann zu finden durch die Universität Tbilisi, der gerade in Göttingen an seiner Doktorarbeit schrieb und so gut Deutsch spricht wie wir beide. Das hervorragendes Deutsch und hervorragendes Russisch. Und natürlich seine Muttersprache Georgisch. Und wir beiden haben diese Zeit Das und diese war Ge Lado Chanturia. Lado Chanturia, ja, genau. Ja, muss ein toller Typ sein, ne? Ein toller Typ, ein toller Typ. Ich habe ihn vorgestern zuletzt gesehen. Okay. Aber sagen Sie mal, wie war das in Tiflis als deutscher Professor da reinzukommen und dann den Auftrag zu haben, die zu beraten? Sind die beratungsresistent oder beratungswillig? Nein, die waren überhaupt nicht beratungsresistent. Es gab immer eine große Bereitschaft, und zwar war das eine Bereitschaft, die schon aus dem Zarenreich kam und die auf Georgien übergeschwappt ist, weil Georgien Teil des Zarenreichs war. Das Zarenreich hat doch sich sehr inspirieren lassen vom deutschen Recht. Und als das Zarenreich dann zerstört wurde und die Sowjetunion entstand, hat sich Lenin sehr stark inspirieren lassen vom deutschen Recht. Also er hat ja doch eine große Schrift geschrieben, die ich da als Student nie verstanden hatte. Jetzt habe ich auch den Titel vergessen. Also jedenfalls wo er die These vertreten hat, dass es ein bürgerliches Recht ohne bürgerliche Klasse geben muss. Und das war eine weitere Orientierung am deutschen Recht. Und das war durch die Sowjetunion so. Und das hat wiederum ist erleichtert worden durch die DDR, die ja enge Kontakte zur Sowjetunion hatte. Also es gab eine Kontinuität der Kooperation zwischen dem Kaukasus im Allgemeinen, auch Armenien, auch Aserbaidschan und Deutschland. Und darauf haben wir aufgebaut, und hatten da keine Schwierigkeiten, uns verständlich und hörbar zu machen. Haben Sie einen engen Zusammenarbeit mit der Tiflis State Uni? Natürlich. Universität? Ja. Natürlich. Und ich bin, das darf ich als Anekdote sagen, ich bin da Ehrendoktor geworden irgendwann. Das war fast gut vermeidbar, weil ich da so lange und so oft war und die Vorlesung gehalten habe. Und damals gab es noch kein großes Zeremoniell in Tbilisi und dann kam ich aus dieser Zeremonie, also aus dieser Veranstaltung raus. Und da gab es einen älteren Professor Achvledjani, der nahm Sie kennen die haben diese speckigen Mützen Ja, aus, genau. dieses vanetischen Mützen. Und die hat er vom, so eine alte, dreckige, die er jeden Tag trug, Mütze von seinem Kopf genommen, hat sie mir aufgesetzt und hat gesagt, du bist jetzt einer von uns. Das war einer der rührendsten Momente meines Lebens, muss ich sagen. Und deshalb erzähle ich ihn jetzt. Mei. Wie sehen Sie eigentlich das georgische Zivilrecht jetzt heute? Ich habe den Eindruck, die kämpfen zwischen der Abhängigkeit von Russland immer noch, wollen unbedingt nach Europa, aber hängen doch wieder noch ein bisschen an Russland. Oder wie sehen Sie das? Also ich sehe es so, dass auch das russische Zivilrecht ist ja wesentlich von Deutschland beeinflusst also von Deutschland-Holland beeinflusst worden. Die haben das nur nicht so gut hingekriegt wie die Georgier. Also leider, ich habe da auch ein bisschen gearbeitet an dem russischen Zivilgesetzbuch. Das hat nicht dieselbe Qualität wie das georgische. Aber das
Das liegt an Beratungsresistenz und einer gewissen post-sowjetischen Arroganz der russischen juristischen Kollegen, die da damals mit uns zusammengearbeitet haben. Also insofern gibt es da nicht das Russische oder das Georgische, das sind fließende Übergänge. Und es gibt viele Kollegen in Russland, die auch anerkennen, dass das Georgische präziser, genauer, eigentlich besser in Anführungszeichen ist als das Russische. Also von da aus gibt es keine Probleme. Es gab ein Problem, es gab dann eine Gruppe von sogenannten Reformern unter einem Präsidenten, der ist Saakaschwili, der wollte alles annektieren. Und der hat dann zum Beispiel ein banales Beispiel: Wir hatten ein Vereinsrecht und ein Stiftungsrecht. Und das hat er dann übersetzt im Zivilgesetzbuch durch ein Gesetz über NGOs, Non-Governmental Organizations. Das bewies, er war ein schlechter Jurist und seine Gruppe um ihn herum auch. Und das musste jetzt wieder zurückgedreht werden, um es wieder modern zu machen. Also das war eigentlich die Frontlinie. Aber sonst gibt es eine große Akzeptanz des Zivilgesetzbuches, wie es jetzt ist, und auch des Gesetzes über gewerbliche Unternehmer, die Kapitalgesellschaftsformen. Das ist jetzt in einem neuen Anlauf nochmal sehr grundsätzlich bearbeitet worden. Auf der Basis des alten gibt es immer noch. Da hat aus Deutschland viel mehr als ich in dieser neuen Version Professor Haupt mitgearbeitet aus Hamburg. Also das ist ein sehr modernes Recht und das wird auch modern angewandt. Ich Aber sehe da uns. trotzdem, Ja, trotzdem Entschuldigung. habe ich einen Punkt sehr traurig gemacht. Sie schreiben in verschiedenen Schriften über das Immaterialgüterrecht. Und schreiben da, zum Glück wäre das nicht aufgetaucht im Zivilgesetzbuch. Ich war immer ein Fan von Immaterialgüterrecht als Teil des Zivilrechts. Vielleicht meinen Sie damit das Urheberrecht mehr als das gesamte Immaterialgüterrecht? Ich bin natürlich Urheberrecht, davon Ja, habe eben, ich. eben, eben. Also das könnte ich auch mir noch vorstellen, ja. Aber das Patent zum Beispiel, Patentgeld-Warenzeichenrecht, hat doch sehr hohe Anteile von öffentlichem Recht. Das stimmt. Und deshalb haben wir dann uns entschlossen, weil wir doch eher ein reines Zivilgesetzbuch machen wollten, zu sagen, wir nehmen das raus. Um die verwaltungsrechtlichen Anteile in einem besonderen Gesetz zur Geltung zu bringen. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen. Und was ich auch bei Ihren Schriften faszinierend finde, ist immer wieder die Frage zurück. Ein Gesetz muss leben in der Rechtspraxis, also bei den Gerichten. Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck über Georgien? Ja, es gibt eine lebendige Gerichtspraxis. Sehr viele der Richter, zum Beispiel am obersten Gericht, haben in Deutschland studiert, in Deutschland promoviert, in Saarbrücken, aus traditionellen Verbindungen zwischen Saarbrücken und Tiflis, weil es da mal eine Kooperation gegeben hat, also zwischen den Städten Tiflis und Saarbrücken in der sozialistischen Zeit noch. Bremer, aber auch Frankfurter. Es gibt also eine ganze Menge von jungen Leuten, die inzwischen Richter geworden sind und auch bis zum obersten Gericht inzwischen vorgedrungen sind. Das heißt also, es gibt eine lebendige Gerichtspraxis. Ich lese Urteile ab und zu. Ich selbst beschäftige mich relativ viel mit der Praxis des georgischen Rechts, weil ich ab und zu mal als Schiedsrichter arbeite, in dem georgisches Recht anwendbar ist. Das ist nicht sehr oft, aber es passiert. Und dann, weil ich doch verschiedene Male als Legal Expert gefragt worden bin, über georgisches Zivilrecht Auskunft zu geben im internationalen Schiedsverfahren. Und da stelle ich fest, dass das ein gut anwendbares Gesetz ist. Man kann das auslegen mit den Methoden die wir an der Universität gelernt haben, und es kommen Ergebnisse dabei raus. Toll. Ich finde sowieso Georgien aus vielen, vielen Gründen ein tolles Land. Ich fahre jetzt nächstes Jahr wieder hin. Eine Facette von Sagen Georgien Sie mir ist. vorher Bescheid. Ich werde Ihnen ein paar Namen nennen, mit denen Sie Kontakt aufnehmen sollten. Das Ja, vielleicht. gerne, gerne. Ich Dann machen finde, wir das. gerne. Ich habe einen Eindruck von Georgien. Die sind extrem modern, was neue Techniken angeht.
Also Blockchain und Smart Contracts sind für die kein Fremdwort, die machen es einfach. Ja, man darf nicht nachfragen, ob die Gerichte das anerkennen, aber das interessiert die gar nicht. Die machen es. Der Staat war's. Bodenreform mit Hilfe von Blockchain. Kein Ja, Thema. ich habe jetzt, als ich da gewesen bin, also ich war jetzt zu einem rein wissenschaftlichen Austausch da und habe gar keine politischen Gespräche geführt, aber ich habe angemahnt, dass es vielleicht doch jetzt mal an der Zeit wäre zu schauen, was das für soziale Konsequenzen hat, dass man zum Beispiel heute diese Digitalisierung des Bodenrechts oder ja jedenfalls die gesetzlich notwendige Ausschaltung des Notars. Ich fürchte, aber das müsste man empirisch ein bisschen untersuchen und habe das jetzt auch angemahnt. Es muss mal jetzt was passieren in dieser Richtung. Ich fürchte nämlich, dass das zu Lasten der sozial Schwächeren geht. Und das Profitieren von der Digitalisierung des Bodenrechts tun die Banken. Und nicht das arme Mütterchen, das eine Dreizimmerwohnung noch als Eigentumswohnung hat und nun da irgendwie rausgedrängelt wird. Also das ist eine Entwicklung, die ich für schwierig halte. Ja, das habe ich genau angemahnt. Vor 2 Wochen hatten wir eine kleine Tagung hier in Münster Schön. über das georgische Bodenrecht. Und da habe ich genau gesagt, sag mal, wenn da ein kleiner Mann sitzt und was versteht er von Blockchain? Nichts. Also Und er das. hat keinen Notar an der Hand, der ihn dann neutral Genau. aufklärt. Das gibt es nicht. Es gibt noch Notare, es gibt auch gute Notare, aber sie sind nicht mehr mit Notwendigkeit beteiligt. Und die Banken reden natürlich ihren Mandanten ein, auf keinen Fall Notar zu benutzen, weil es teurer sein soll. Und das halte ich für eine Entwicklung, die ich gut, dass wir ähnliche Erfahrungen und Einsichten in diese Problematik haben. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal ganz schnell von Georgien weggehen, aber auch noch fragen, in welchem Land waren Sie noch nicht in den Kaukasus und Zentralasien? In Zentralasien und im Kaukasus war ich in jedem Land. Ja, Das war ja mein Projektgebiet. also wir haben Also alles das persönlich war gehabt. ein Projekt über Zentralasien und Kaukasus und da haben wir assoziiert die Mongolei, Moldawien, Albanien und die Volksrepublik China. Die ja doch, aber bei der Volksrepublik China gab es ein großes GDZ-Projekt, wo ich nur am Rande mitgearbeitet habe, nämlich im Zusammenhang der Modernisierung des Vertragsrechts. Also die Chinesen haben ja sehr klug, nach meiner Meinung, das in Etappen entwickelt und an dem Vertragsgesetz habe ich mal mitarbeiten dürfen für die GIZ, wie sie inzwischen heißt. Oh, toll. Ja, welche Erfahrungen haben Sie eigentlich mit Usbekistan? Weil ich gerade im letzten Jahr mit meiner Frau in dem Usbekistan war und war ganz begeistert. Es ist ein wunderbares Land, also von den kulturellen Denkmälern sicherlich das reichste Land in Zentralasien, weil es keine so entwickelte Architektur noch gibt wie in Samarkand, Bukhara, Chiva und Sie kennen es alles wahrscheinlich. Und es gibt auch von den zentralasiatischen Staaten, Taschkent gehörte zu der wichtigsten zentralasiatischen Universität in der sowjetischen Zeit. Das heißt also, das Ausbildungsniveau sowohl bei Ingenieuren und was ja oft in der Sowjetunion war, bei den Technikern war hoch, aber auch das Ausbildungsniveau bei Juristen war hoch. Nur hatte das den Nachteil, dass natürlich die wesentlichste Berufsqualifikation in der sowjetischen Zeit war es, Staatsanwalt zu werden. Das heißt also, als guter Jurist wurde man Staatsanwalt und man wurde als guter Jurist nicht Zivilrechtler oder Ziviljurist oder Richter für Zivilsachen. Sodass das ein vernachlässigter Zweig gewesen ist. Aber das konnte man schnell nachholen, weil sie das Be Gefühl für Dringlichkeit des Rechts auch in Usbekistan sehr stark waren. Alles klar. Jetzt muss ich mal einmal eine private Frage stellen. Abseits von Jura. Wie haben Sie sich so fit gehalten? Fit. Ja, sind ja fit wie ein Turnschuh. Woher wissen Sie das? Sie sehen nur meinen Kopf. Sie Ich sehen kriege ja das nicht, was da alles mit. drunter Ich ist. habe einen Eindruck, auch von der Literatur schon hatte ich einen tollen Eindruck, aber jetzt auch.
Machen Ja, Sie Sport oder einen Sie Geheimtipp? sehen ja nur, Was? Sie sehen mich ja nur bis zum Hals ungefähr. Und was da drunter ist, sehen Sie ja nicht. Und ich sitze. Nein, ich habe großes natürlich. Spaß beiseite. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wir fragen uns oft, meine Frau ist auch fit, so alt wie ich, und wir fragen uns oft, ob es vielleicht nicht dieses extrem schwierige Klima in Afrika gewesen ist, was uns so jung gehalten hat. Ja, das kann Kann sein. sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ist die Schiedsgerichtsbarkeit vielleicht eine Quelle des jungen Lebens? Hält das jung? Es hält jedenfalls intellektuell jung, weil das ist hier, oder das führt uns zurück zum Beispiel auf meine Rolle als Professor. Ich hab das Gefühl immer gehabt, und dieses, und gelebt, dass man die juristische Praxis braucht, um das Recht zu verstehen und um über das Recht wissenschaftlich zu arbeiten. Das klingt ein bisschen merkwürdig, dass man sagt, ich kann eigentlich auch Probleme des BGB nur verstehen, wenn ich auch weiß, wie es in einem Investitionsschiedsfall zugeht zwischen einem Staat und einem. Aber ich halte das für richtig. Und dieses Schiedsverfahren tue ich ja nicht professionell, sondern ich tue das als, das ist für mich das Anschauungsmaterial für mein Nachdenken über Recht. Und das hält natürlich intellektuell jedenfalls, glaube ich, ja, lebendig. Ja, merk mal. Merk mal, merk mal. Ich bin fast platzig von Neid. Ich habe schon immer gesagt, ich will so werden wie Herr Knieper. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein. Aber jetzt kommen wir zum Abschluss des Gesprächs. Es kommen immer zwei Fragen am Ende. Eine Frage: Nennen Sie mal drei Bücher, die Sie jungen Juristen empfehlen würden. Was sollen die lesen? Also jetzt darauf bin ich nicht vorbereitet. Also das Alles gut, alles gut. gut. Ich verfolge offen gestanden auch nicht mehr so diese verschiedenen Handreichungen zum Examen. Also bin ein großer Freund davon, dass Juristen in ihrem Studium und auch in der Examensvorbereitung die Methodenlehren lernen. Also sie sollen nach juristischen Methoden arbeiten. Aber welches jetzt das angesagte Methodenlehrbuch ist, um sich mit Fällen auseinanderzusetzen, könnte ich keine Empfehlung geben. Und was hat Wenn ich Sie eine als echte junger Mensch? wenn ich eine allgemeine Empfehlung, ich bin gerade fasziniert von einem Buch, was auch nach meiner Meinung in gewisser Weise juristische Konnotationen hat. Es gibt ein Buch von einem ehemaligen Oxford-Professor für Geschichte, der dann aber auch noch Medizin und Neurologie studiert hat. Das Buch heißt The Master and His Emissary. Das gibt es leider nicht in deutscher Sprache. Und das ist eines der faszinierendsten Bücher, die ich in den letzten vielleicht 30 Jahren gelesen habe, was für die Allgemeinbildung, das heißt, wie wir die Welt sehen, wie wir über die Welt philosophieren, wie wir die Welt für gerecht oder ungerecht halten, für mich extrem bedeutungsvoll gewesen ist. Sehr schön. Aber das ist natürlich nicht für eine Examensarbeit notwendig, sondern es ist einfach eine faszinierende Auseinandersetzung mit den Methoden und den Inhalten, wie wir denken und wie wir zu denken in der Lage sind. Sehr schöner Tipp. Jetzt meine Schlussfrage. Was empfehlen Sie einem jungen Menschen, der mit Jura gerade anfängt? Würden Sie das genauso selber nochmal wieder machen? Was würden Sie dem jungen Menschen sagen? Bitte mach das anders, mach das so und so, so und so. Ja, ich weiß natürlich nicht, auch das verfolge ich nicht mehr, wie verschult das Studium inzwischen ist. Wenn ich einem jungen Menschen, also ich rede gerade mit meinen Enkelinnen darüber, deshalb kann ich da schon was zu sagen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es richtig ist, wenn man anfängt, Jura zu studieren, sich mit Geschichte, mit Ökonomie, mit Kunstgeschichte, mit Dingen zu beschäftigen, die eigentlich gar nichts damit zu tun zu haben scheinen, aber die natürlich etwas damit zu tun haben. Also Literatur ohne Recht gibt es gar nicht. Also wir hatten an der Uni meine erste Semestervorlesung, war ein Professor Preiser, der hat geschrieben, der hatte eine Vorlesung, die einstündige Vorlesung Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz. Und der hat also die Shakespeare-Dramen nach juristischer Problematik vorgestellt. Ich fand es faszinierend.
Und das würde ich heute jungen Leuten auch empfehlen, wenn die mir jetzt nicht sagen würden, nein, wir sind 40 Stunden wochenmäßig verplant in einen strengen Studienaufbau, dann weiß ich nicht, was ich sagen würde. Toll. Also, ich bin noch begeisterter als nach der Literatur, der Lektüre ihrer Bücher und Aufsätze.